Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Oberon im LS22. Ich bin da nach wie vor am Strigo und ich habe inzwischen einen Traktor mit dem Hänger oder mit den zwei Hänger zum Dreschau gebracht, damit er einmal entleeren kann und jetzt weiter düsen kann. Ich hoffe, warte mal, weiter. Ich hoffe, dass er jetzt weiterfährt. Irgendwie weiß ich nicht, dass er gerade noch fährt. Das ist schlecht, wenn der nicht fährt, weil... Jawohl. Gut. Er fährt. Hauptsache er fährt. Fahren muss er. Weil sonst kannst du damit Geld. Ohne dass er was tut. So. Ich bin mit der Position von meinem Mikrofon zurzeit nicht sehr zufrieden. Das Problem ist, wenn ich lenke und nicht drehe, so wie jetzt. Jetzt ist es nicht. Drehe und ich bewege meine Hand über das Lenkrad oder ich lenke, dann hört sich das. Und leider habe ich dafür die perfekte Einstellung nicht gefunden, auch wie ich das mache. Aber halb so weit. Bis jetzt hat noch keiner in die Kommentare geschrieben, dass es uns stört. In dem Sinn werden wir es auch so belassen zurzeit noch, bis es mir selber so was von dermaßen auf den Zeiger geht, dass ich irgendwie schaue, dass ich es ändern mag. So, er wird langsamer, unser Trecker. Ich muss ihn unbedingt reparieren, ja. Prozent braucht noch ein bisschen. Ein bisschen muss er noch durchhalten. Thomas. Dann müssen wir unseren Hänger nachher noch umstellen, um ein bisschen Mais zum abzuzweigen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen abzweigen halt können. Weil das ist, was ich gemerkt habe, alles schon ziemlich genau bemessen. Aber es ist nicht schlecht, immer ein bisschen eigentlich auf Reserve zu haben, falls wir irgendwas brauchen oder brauchen. Solange wir keine Tiere oder sonst was haben, werden wir es nicht brauchen, aber ich habe lieber was im Lager, weil ich notfalls verkaufen kann, bevor ich nichts habe. Und unseren Kredit müssen wir zurückzahlen. Wird schwer noch alles. Ich sage mal, wir sind gut unterwegs, wir haben eine gute Grundausrüstung, wir haben schon einen Traumfeld, wir haben die Traumverarbeitungsfabrik, wir haben so noch ein Feld. Wir werden auch eine Gewächshäuser, ich glaube im letzten Video habe ich es erwähnt, eine Gewächshäuser werden wir schauen, dass wir uns zulegen. Brauche ich halt noch ein Wassertanker dafür. Beziehungsweise zum Verkauf direkt, Verkauf auch kriege ich weniger.
oder selber wegführen, brauche ich aber noch einen Frontloader und einen Wagen, wo ich es aufwickeln kann. Wenn wir sie auf Direktverkauf gehen. Hauptsache, es bringt immer ein bisschen Gold ein, so dass ich so gut wie es geht zu Geld komme. Immer nebenher. Optimal ist, wenn ich pro Ingame-Monat, also was da ein Tag ist, mindestens 100.000 plus nicht machen. Das wäre optimal. Um das zu erreichen, was ich dafür alles brauche oder wie viel, beziehungsweise muss ja das, was ich als Bauer nachher wieder erst einspülen, das ganze Gold, blöd gesagt, erst einwirtschaften. Das ist das, was am schlimmsten und am schwersten ist. In-game so wie im echten Game. In-game so wie im echten Game, habe ich jetzt gesagt. Immer natürlich im echten Leben. So, das müsste jetzt gleich mal fertig sein. Damit haben wir wieder ein bisschen Gold. Wohl nicht, aber ein bisschen. Und das brauchen wir zur Reparatur von unseren JCB. Der hat wieder einen fast vollen Korntank, aber ich habe mir Hänger und was eh schon können. Also, wenn er voll ist, brauche ich nur zu befahren. Die Mission ist auch gleich fertig. Und dann müssen wir mit der Nummer zur Reparaturwerkstatt. Wäre nicht schlecht, wenn wir auch nicht beim Hof hinbauen, dann brauchen wir nicht den Mummel fahren. Aber dann konfigurieren die Reifen. Aber das kostet leider Gold und ich fahre lieber zurzeit die kurze Strecke, bevor ich das Gold ausgibt dafür. Es wäre schön, wenn er jetzt schreibt, abgeschlossen. Genau auf das habe ich gewartet. Und das will ich jetzt noch durchzahlen. So, einmal zusammenklappen und wir düsen mit dem Riegel nach Hause. Und nachher mit dem JCB weiter zur Werkstatt. Beziehungsweise inzwischen werden wir einmal kurz einen Abstrich machen, weil wir einen Drescher entleeren werden müssen. Den wollte ich mal schauen. Hat einen vollen Korntank, da haben wir schon. So, dann bleibe ich da kurz stehen. Opfe dadurch, dass es eine Mission ist, normalerweise mache ich sowas nicht, aber ich fahre deswegen gleich mal da durch um mich, auf der anderen Seite. Um zum Beladen. Der Hänger müsste eigentlich vor werden. Dann fahren wir gleich zum zweiten Vierer. Mal mit dem zweiten vor. Jetzt muss ich nur warten, bis der da losfährt, wegfährt
damit ich mit dem Traktor wieder aus dem Eisfeld rausfahre. Nicht damit der Schreit Weg blockiert. So passt. Gut. Ist im Wachstum. Wer braucht sonst eigentlich nichts? Kein Strigo, kein Dünger, kein Kack. Nothing. Dann können wir unseren Jesse B reparieren. Schauen wir mal, was das kostet. Oh. Ja, da ein bisschen jetzt braucht man Lohn, oder? Aber ich hab's mir wenigstens gemerkt jetzt. Das ist die Taste C, Kamera. Bevor es vergiss. Abgeschlossen und abschließen. Die zwei Missionen werden wir nachher noch annehmen, aber zuerst würde ich die anderen gern erst alles abschließen. So. Lackieren ist mir ehrlich gesagt egal, aber reparieren ist nicht schlecht. Oder ist nicht schlecht, wenn er repariert ist. Ein bisschen danken. Obwohl er das Gold haben wir gerade nicht zum Ausschmeißen. Kostet zwar eh nicht viel, aber jeder Cent zahlt Gott. Ist das deppert? Das heißt, wir fahren jetzt mit unseren Drescher zur und dann Erntemission. So, dann stehen wir mal da her, weil Hänger und sonstiges können noch einen nachholen. So, du nicht, du auch nicht, du auch nicht, du auch nicht, aber du. Du, mein Freund, hast eine Mission und zwar auf dem Feld 13. Sojabohnen. Feld 13. Die Mission wird ein bisschen dauern. Um damit zu fahren, werden wir einen Schneidwerker auf dem Schneidwerkswagen packen, weil das ist ein bisschen weiter weg.
Eisrad 3 schon wäre auch wünschenswert. Uns fehlt leider die Kohle dafür. Ohne Moos nichts los. Kann inzwischen zuklappen. Wenn man die andere Kameraansicht ein bisschen mehr mit der Innenansicht fahren, ist auch nicht schlecht. Schaut gut aus. Oder besser als wie immer nur von außen. Und dann fahren wir halt zum Feld 13. Gehen wir für den oder die Bäuerin, Bauern, Bäuerin. Das fällt mit Säuerbohnen ernten. Alpha E hat einen fast vollen Korntank. Warten wir wieder, bis er schreit, dass er voll ist. Was aber nicht lang dauern wird. Deswegen werden wir mal schauen, ob der das jetzt da brocken tut. Da Omi. Wenn ich den da umschicke. Also da ein Topliner. Superstellen, freie Fahrt. Zielposition. Da ist er her und Job starten. Mal schauen, ob er schafft, damit zu fahren. So. Prozent abgeschlossen. Also der Hänger mit der Deichsel. Auch schon tut es, als wenn er es daneben hinschüttet, aber er fällt in einen Hänger. Ja, weil ich nicht. Ich muss aber mit unseren Hängen trotzdem zuerst her, weil ich will's, damit ich das Bestmögliche raushole, wäre nicht schlecht, wenn er das zuerst abgehen hat, alles hat. Das heißt, mit unseren Hängen zuerst befüllen, dann muss er da alles fertig abgeerntet haben. Schaut, da bin ich nicht einmal noch voll. Muss ich noch ein bisschen warten, aber mit unseren Hängen wäre nicht schlecht, gleich herfahren. So, dann nein, nehmen wir einen Jesse B mit unserem Hänger. Der ist ein bisschen schneller unterwegs. Wir müssen nachher noch zum nächsten Mission Control. Weil ich nachher entladen muss, den Täuscher.
So. Wie schaut's aus mit unserem Thresher? Ist der Oma auch gekommen? Noch nicht. Passt. Schauen wir, dass wir den da finden, damit wir ihn gleich aufschicken können, gell? Oder um mich, oder wohin er immer auch muss. Und ich will ja nichts sagen, aber der Trakt ist dezent. Dezent. Zu schwach. Für die zwei Hänger. Ist voll? Nein. Ich würde ihn gern voll sehen. Oder du bist da sein Kopf. Zieh, zieh, zieh. Ich stehe voll im Gas. Jetzt. Bis der mal in Fahrt kommt, halt, das ist schlimm. Ich krieg nicht voll, ich krieg nicht voll. Was war's denn? Soll er halt fahren, bis er voll ist? Das bringt ja nichts, was ich gerade mitzieh. Du bist. Dezent, ein Arsch. Danke. Müssen wir warten. Hätte gern auch das Video gepackt, aber leider ist es schon wieder vorbei für heute. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir den komischen Dreischer vorher da entlang. Ein bisschen muss ich nacharbeiten, auch was ich da sehe. Und dann müssen wir sie wegbringen. Und wenn wir Glück haben, reicht es schon, wenn wir, bis dann die Mission auch fertig ist, abgeschlossen ist. Also nicht alles um eine kippen muss, das werden wir sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.